Hallo. So. Kommen wir nun zum Outro. Hallo, Outro. Huhu. Es will nicht mit uns reden. Doofes Outro. Machen wir halt ein Intro. Ja, ich glaube auch. User okay. Entered your channel. Ich glaube, das geht. Und alles versaut. Ja, jetzt habe ich das. Das ist sein Pech. Das ist egal. Ja. Wir lassen es halt rausschneiden. Einfach so. Genau, es muss er halt rausschneiden. Das wird er nicht können, weil wir darüber gelabert haben. Aber das ist ja egal. Ja. Da muss er jetzt mal ein bisschen mehr Skill beweisen und das einfach so hinterher rausschneiden. So, dann haben wir abgeschnittene Was? Sätze. Ich wollte abgeschnittene Sätze simulieren, das ist mir nicht so richtig gelungen. Ach so. Ja. Na, dann darfst du jetzt nochmal. Nee, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt schieme ich mich. Na gut. Ja, tut mir leid. User disconnected from your channel. Da geht er wieder. Jetzt habe ich Sehr das schön. Schon wieder. Jetzt habe ich das immer noch drin. Intro. Hallo, Folge. Wir machen heute einen Run, habe ich gehört. Ernsthaft? User ja. entered your channel. Wollen wir nicht vorher noch irgendwie Dummschiss labern, wie immer? Das machen wir doch gerade. Aber Ach so. Deswegen sage ich ja, wir machen heute einen Run. Na gut. Ich glaube, wir machen dann einen auf Disco-Stew und rennen dann mit der Disco-Kugel durch. Das könnte man ziemlich... Eigentlich müssen wir jetzt schon verraten, dass wir es eigentlich mit Bravour bestehen. Ja. Ja. Gut. Die Folge ist nämlich schon rum. Deswegen können wir sagen, wir machen das Intro nachträglich. Deswegen können wir sagen, dass wir es mit Bravour bestehen, wir spoilern. Genau. Und alles, was negativ ist, hat der Spielleiter im Vornherein reingeschnitten. Genau. Es war ein perfekter Run. Ohne irgendwas. Perfekt war der einfach nur. Ja, ohne Alarm. Einfach rein durch die vier am Stückchen. Ja. Wie Butter. Also eigentlich könnten wir jetzt schon wieder Karma aufschreiben. Ja, finde ich auch. Ich glaube, der lässt uns das nicht durchgehen, oder? Ich glaube auch nicht. Warum eigentlich nicht? Weil er uns intern vor dem Run aufnehmen lässt. Ja, also es hat er jetzt nicht gesagt, dass wir es machen sollen, aber ich dachte, wir sollen das bestimmt, deswegen können wir damit auch schon mal anfangen. Das eine hat mit dem anderen ja auch nichts zu tun. Ja, voreilender Gehorsam. Doch. Landen wir wieder im Untersuchungshaft, deswegen. Ja, bestimmt. Dann wart ihr denn mal in Untersuchungshaft? Voreilender Gehorsam? Am Flughafen ausziehen? Känguru. Richtig. Was weißt du eigentlich überhaupt, du Dummbatz? Was kannst du eigentlich, ey? Gar nichts kann der. Der kennt nicht mal ein Känguru, wenn es vor einem steht. Mann, ey. Jetzt ist er still. Ich glaube, wir müssen Das ist das Intro? Sein. Keine Ahnung. Ja, ich bin unterwältigt auf jeden Fall. Na klar, machen wir ein Intro. Ja, und das Können ist wir das auch Intro. Ein Outro machen. Ja, natürlich. Ja, krass. Ja, wir sind eigentlich schon fertig. Wir haben denen schon gesagt, was passiert. Ich hab das gehört, das ist ja ganz schön krass, was ihr da so geschafft habt. Ja, natürlich, was sollen wir denn sonst machen? Mann, was ich ohne euch nur machen würde, keine Ahnung, Alter. Storys selber schreiben. Krass, Junge. Der hasst uns. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Ich will nicht mehr, jetzt hab's keinen Spaß mehr, der ist so aggressiv. Ja, nee, der wird immer so aggressiv, wenn er keine gute Laune hat. Wie halt... Jetzt habe ich Angst, jetzt will ich nicht mehr. Ich mache jetzt aus. Mach das. Ich will nichts sagen. User in your channel started recording. Was willst du nicht sagen? Ich nehme auf. Alles. Gar nichts. Und Alles überhaupt. Will ich nicht sagen. Und sowieso. Und generell. Es ist einfach so, wir waren ja eigentlich fertig mit unserer Vorbereitung, nicht wahr? Das, was uns noch fehlte. Was noch war. Ah. Freya, die dir nochmal eine Nachricht schreibt, dass sie am 3. Mai Zeit für dich hätte. Gern mit dir was trinken gehen würde. Wann ist der 3. Mai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Tage.
Also nach dem Run. Top. Läuft. Sehr schön. Sie lädt dich sogar auf was zu trinken ein. Das war richtig krass. Wow. Nachdem du sie in die Mittelschicht geschleppt hast zum Essen. Hey, man muss einer Frau auch was bieten können. Ja, 1812 war das so. Heute gibt man ja dann auch mal eine Handkante. Die Karte, die du uns da hochgeladen hast, ist auch ungefähr von 1812. Moment, das ist überhaupt nicht... Das habe ich doch gar nicht gemacht. Naja, das, ist meine Karte, das ist meine Karte. Ah ja, das ergibt viel mehr Sinn. Da ist... Ja, das ist die vom letzten Mal. Die ist wunderschön. Ja, aber das, was davor war, nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich besitze so ein Bild gar nicht. Gut. Haben wir hier mehr Leute drin, als wir sollten? Nee, ich war gerade eben nicht mal drin. Verrückt. Verrückt. Was war denn da gerade drin? Irgendwas ganz Merkwürdiges, was aussieht wie so eine Standard-Chillrun-Karte. Huh. Da ist aber auch noch ein komischer zusätzlicher Stift mit einem schwarzen Punkt. Wer ist denn das? Ja, wir sind drei Leute, da sind drei Personen drin. Okay. Ich weiß nicht, wer das Komma ist. Ich nicht. Ich auch nicht. Duty, Komma? Egal. Backrowcasting. Genau. So, dann den Virus habt ihr. Möpse. Und Wiki Muschis. Muschis, das ist richtig. Ich hatte ja noch irgendwo... Wir haben die Strukturschwächungsdrohne, wir haben die Blitzelkugel, wir haben... Entschuldigung, ich bin ungeduldig, du lässt dir so viel Zeit. Ein Schnauzer, du musst... Ach ja, selber Schnauze. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Also... Geh zurück in deine Dschungel, wo du herkommst. Deine Sorgen über Bord. Oh Gott. So, also... Vicky findet den Zeitpunkt des Wachwechsels raus, den habe ich mir irgendwo hingeschrieben, und zwar ist es... Ah ja. 13 Uhr. 21 oder 23 Uhr und 3 oder 4 Uhr. Das ist nicht ganz klar, wann das ist, aber das sind also die Nachtzeiten hat sie da, ne? So. Ja, Moment, ist ein Wachwechsel für uns da gut oder schlecht? Das ist eben die Frage. Sind da mehr Wachen da? Sind die Na, da kommen zwei hin und lösen die beiden ab. Also sind da potenziell mehr Leute da, die quatschen dann noch 5 Minuten. Okay. Also zu der Zeit ist eher schlecht. Beauty, das wollte ich doch wissen. Ja, genau. Manchmal ist ein Wachwechsel ja auch gut, je nachdem, was man so will. Das ist richtig. Die Panzerung, schreibt ihr euch das eigentlich auch mit? Thermaldämpfung und so? Na, Thermaldämpfung, ja. Welche Stufe hast du eigentlich genommen? Ach genau, welche Stufe haben wir eigentlich genommen? Ja. Alle. Alle. Alles klar, maximal bis Stufe 4. Naja, und es kostete entsprechend, ne? Das kostete, das hast du dir auch ich hab's mir aufgeschrieben. Ja, ich hab's mir auch aufgeschrieben. Warte. Wo ist denn das? Warum hat denn das hier nicht geklappt? Weiß ich nicht. Scheiße. Doch, da ist es. Ha. Wärmedämpfung Stufe mal 207 restricted. Was brauchen wir denn? Alle. Ja. Stufe 4 kannst du halt haben. Ja, ja, nee, klar, aber Stufe 4 wäre vielleicht. 1600 insgesamt. 1600 insgesamt, ne? Sag mal 1800, denn du willst dir ja auch noch einen kleinen Rucksack oder sowas packen. Jeder von euch. Ja, aber ein Rucksack braucht keine Wärmedämpfung. Ein Rucksack in einem. Wenn keine elektrischen Geräte und drin sind, die Wärme erzeugen. Und wie willst du dann deine Thermoskanne mit Kakao mitnehmen? Ich habe das meinen Fehler durchaus erkannt. Das schäme mich jetzt erstmal die nächsten 5 Minuten. Alles klar? So, Chris? Das ist eine trotzdem eine Thermoskanne. Schnuffi. Die ist nicht hundertprozentig wirksam. Mann! Besser als die Schutzausrüstung, die ich da basteln kann. Nein. Irrelevant. So, naja, Jojo wird mal nachfragen, wie viel er bereit ist, dann dafür auszugeben. Wie viel habt ihr noch, Monetos von... 3200. Okay. 3200 klingt ja gut. Also, Spesen sind, ne? Ohne Spesen nichts gewesen, also hau raus mit der Scheiße. Naja, aber können ja dann Vicky zur Not noch was davon geben, weißt du? Und wir haben sie auch noch nicht. Wer weiß, was wir danach noch brauchen. Darum geht's mir. Ja. Verstehst du? In der Tat. Sollten wir sparsam sein, da hast du wohl recht. Deswegen frage ich. Wo ist denn eine scheiß Rüstung hin? Du leckst. Ich lecke. Jedenfalls zu mir. Dezent. Ich mach mal das Internet aus. Das. Moment, nein, mach nicht das Internet aus. Nein! Das gesamte Internet ist aus.
Easy. So, geht wieder. Ja, okay, dann hat das nur zu viel gefressen, Juti. Da muss ich es jetzt erstmal auslassen, das tut mir leid. Das Internet? Ja. Okay. Opa. Also, leg was fest, der sieht es ein, der ist dir hörig. Der sieht es ein, der ist mir hörig. Naja, geben wir auf Sicherheit, dann geben wir jetzt mehr aus und legen hinterher drauf, wobei das wäre es mir ehrlich gesagt wert. Wäre es dir das auch wert? Ja, lieber das, als gar nicht mehr rauskommen. Genau. Und das, ich kann aber nicht so viel drauflegen nachher noch. Ich bin relativ arm geworden in letzter Zeit. Ja, ich habe aber noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Das bedeutet, ich kann noch was, hab noch Kohle und hinterher kriegen wir hoffentlich was raus und wenn nicht, dann haben wir trotzdem ein Problem weniger und dann gebe ich es halt mal aus. Genau, und die Kleidung kann man ja öfter brauchen. Genau. Wenn wir nicht zu viel, ne? Und so. Wir also haben doch schon festgestellt, dass wir da ohne Probleme reingehen und wieder rausgehen. Ja. Stufe 4 sagt, oder was? Ja. Jo. Okay. Welche Panzerung ist das dann? Wie, welche? Na, du musst das ja an einer. Du hast ja nicht nur die Kleidung. Die Kleidung hast du sowieso zusätzlich, klar, easy. Nee. Ich habe das auf Jojos Panzerkleidung. Also sie hat Panzerkleidung, die auf sie selbst angepasst ist. Die ist zwar jetzt nicht so ultra hoch, aber die kann ich gegebenenfalls, kann ich die Rüstung da noch mehr erhöhen. Dann kann ich da nämlich jetzt Wärmedämpfung Stufe 4 raufschreiben. Kannst du die Rüstung erhöhen, okay. Kann ich bestimmt. Warum sollte das nicht gehen? Da bin ich aber gespannt. Ich mach das, ich gebe ihr meine Panzerjacke. Okay. Gut, dann schreibt euch das bei den jeweiligen Gedönsers hin, dann easy. Kaban baut ja mit Vicky die Disco-Kugel, was ich immer noch total geil finde, ne? Stroboskop-Party beim Einbruch. Du wolltest ja was lernen, das heißt, sie wird dir die meisten Handgriffe nennen und nicht selbst ausführen, außer wenn es mal brenzlig wird. Dann auch gern mit Instrumenten, sodass sie ihre Hände nicht benutzen muss, die sie auch übrigens die meiste Zeit irgendwie mit den Beinen festhält. Oh Gott, ich habe hier immer noch Friedel Rottenmeier, Mikhail Gargarin und Inguscha Gorbatschow stehen. Entschuldigung. Es ist Rottenmeier. Erst heute schnitt ich eine Folge, in der Flummi sagte, Trolli, wir machen hier 2/3 Rollenspiel und 1/3 redest du uns dazwischen. Bam. Es tut mir leid, ich schäme mich, ich finde das fürchterlich. Alles klar, jetzt kommst du auf die Tour. Du willst es wirklich lernen, oder? Mann. Habe ich Erfolg? Nimmt man es mir ab? Nein. Aber vielleicht tut's mir ja wirklich leid. Natürlich. Und Gott sprach. Das baust du also mit ihr? Ja. Und ihr probiert das dann an den 2 Modellen aus, die sie irgendwie rumliegen hat. Die sind 2 etwas älter, aber okay, was anderes habt ihr jetzt eh nicht. Und das funktioniert. Und sie hat einen ziemlich tattrigen, ne? Die ganze das Zeit. Auch. Na, das heißt die ganze Zeit. Schubweise. Okay, das ist aber irgendwie trockene Haut oder sowas hat sie nicht, oder? Nee. Okay. Alkoholiker haben trockene Haut und so sie dann. Ja, das hättest du aber auch noch woanders dran gesehen. Ja, klar, gelbe Augen und so weiter und so fort. Nee, gelbe Augen nicht zwingend. Ja, dann ist die Leber schon ziemlich weit, sag ich mal, also im Endstadium. Also da ist die schon echt im Endstadium, du. Das ist, ziemlich. Das ist der Alkoholiker, der dann schon wieder dürr wird. Die quillen ja erstmal auf und dann werden sie dürr. Die stinkt auch nicht jeden Tag brutal nach Schnaps. Deswegen zittert sie ja. Sie riecht nicht jeden Tag dich frittenfettig. Nee, also die Alkoholzeichen so hast du nicht. Okay. Die sonst bekannten. Ich halte sie trotzdem mal im Auge, weil es ist mir ein bisschen suspekt, dass sie die ganze Zeit am Zittern ist. Ja. Kenn ich irgendwelche anderen Symptome, die sie hier an den Tag legt? Für irgendwas? Also, irgendwas, was symptomartig sein könnte? Die ist halt relativ wenig. Wenn's mal, also ich meine, wenn ihr mal länger am Stück zusammenarbeitet, dauert ja sagen wir mal 1,5 Tage dauert, das Ding zu bauen. Die ist relativ wenig. Okay.
Also kein wirkliches Hungerempfinden. Ansonsten kannst du zum Teil, also übrigens, das ist alles nur auf die Hände beschränkt, ne? Dass zum Teil mal der eine Arm, der rechte, ein bisschen nach oben ruckt, was sie dann kaschiert, indem sie sich irgendwie das Haar aus dem Gesicht ferkelt. Ja. Mhm, okay. Hast du Medizin, ne? Kein Stück. Doch. Ich hab erste Hilfe. Du musst dir keine Gedärme zurück in den Körper stöpfen und dann zunähen, also alles safe. Jojo wollte sich den Hüter nochmal angucken. Ja, wie lange machst du das? Naja, also... Ich weiß, dass du das nicht am Stück machst, das ist mir schon alles klar. Na, schon, also der ist ja schon spezieller, also sie lässt sich schon ein bisschen Zeit dafür, aber halt so, dass sie nicht irgendwie gesehen wird, das ist halt wichtig dabei. Jo, mach mal eine ausgedehnte Scan-Probe. Heute ist wieder 2 Erfolge Tag. Wup, wup. 3 Erfolge Tag war besser. Nicht für dich, Das ist ja Jojo, die ganze Zeit würfelt. Du darfst viele Erfolge haben. Würfel viele Erfolge, nicht so wie letztes Mal. Was hast du bis jetzt? 5? 6. Na, weiter. 8. 8. Jetzt wird's langsam risky. Ziemlich. Soll ich den letzten noch machen? Ja. Jetzt hast du jetzt 10, ne? Nee, 8. 8. Bam! 9. Erfolg. Ich glaube, ich muss mal die Mindestwürfe bei ausgedehnten Proben runterschrauben, weil die ja nicht mit abnehmendem Pool spielen. Ja, also, genau. Weil ich habe gerade so geguckt, okay, was ist denn durchschnittlich? 12. Ach so. Ja, aber die spielen tatsächlich krass. Nicht mit abnehmendem Pool. Nee, das machen die nicht. Warum machen die das nicht? Die sind ja dumm, oder? Dann musst du die wirklich mal runternehmen. Gott sprach. Gott sprach, es reicht. Du sollst deinen Sohn nehmen, auf den höchsten Berg führen und ihm einfach mal einen Kopf abhacken, Junge. Das ist meine Liebe. Das hatten wir schon. War langweilig. Der Hüter. Du merkst, dass er ganz leicht geile Welten-Hippie-Energie ansaugt. Ganz leicht. Hippie-Welten? Na, ihr komisches Mana-Geschissel, was weiß ich, wie das nochmal heißt. Er steht auf ihr Mana-Geschissel. Der Fluss, der Weltenfluss, Junge. Der zieht mir Energie ab, die Sau. Nee, du bist... Ja, ich nicht. Das kann... nur relativ frei fließende Sachen. Sachen, die einigermaßen in Form gegossen sind, könnten auch gehen. Sachen, die hart in Form gegossen und geankert sind, so wie du, nicht. Okay. Das stellt dich sehr zufrieden, ne? Nee, stellt mich leider überhaupt nicht zufrieden, weil ich gerade noch nicht ganz, Das ist okay. Raffe, was du mir sagen willst. Das ist in Ordnung. Nee, ist es nicht. Du meinst... Genau. Quasi... So etwas... wie... Ich sag mal, Mage Bros... hätten da ein Problem, ja? Die sind doch in Form gegossen und fest verankert, Junge. Na, nur halb. Deswegen frage ich ja. Nee, die sind fest. Also die da auf Besuch sind, sind nur so halb fest. Die sind nur zur Hälfte da. Sie meint Geister. Ich weiß, was sie meint. Für den spezifischen Fall sind sie fest. Ach so, okay. Aber alles, was sie quasi selber jetzt noch da kreieren würde, freilässt quasi Form, das würde auch nicht funktionieren. Das könnte vielleicht angesogen werden, ja. Ja, okay, das wollte ich wissen. Also das funktioniert da alles nicht hervorragend. Davon also ich meine, du musst bedenken, der Hüter hatte ja eine Kraftstufe, die deiner Magiestufe entspricht, soweit ich mich erinnere. Ja. Das hast du mir damals nicht gesagt. Doch, das habe ich dir gesagt. So, okay, gut. Dann habe ich es vergessen. Ist ja okay. Genau, also wenn du was machst,
in der Hinsicht, also Zauber, ne, jetzt hast du es ja quasi erraten, du bist ja ein ganz glückliches Kind. wenn die stärker sind als der Hüter, kann es durchaus sein, dass er sie nicht kaputt kriegt, aber vielleicht abschwächt, weil er was rauslutscht. Die naja, geile okay, Schlampe. Quasi so ein bisschen wie Antimagie. Stärker. Okay. So ähnlich wie ein Störsender auf den Comlink wirkt. Sagen wir mal ja. Doch, das ist eigentlich ganz okay. Das ist, nee, Antimagie ist der Störsender. Also. So ähnlich wie eine zusätzliche Wand für auf die Panzerung draufgezählt wird, wenn es irgendwie rumdingst. Rumst, wenn jemand durchschießen will. Okay, pass auf. Du hast ein Wasserrohr, ne? Und da haust du volle Buhne 50 Liter mit 120 Bar durch. Ist ja realistisch. Ich verstehe schon, was du meinst. Da ist ein kleines Loch und da kommt halt ein Teil rausgespritzt und dann mal ein größerer Teil geht durch. Ja, ich hab schon verstanden. Gut. Klang nämlich nicht so. So. Yuji. Okay. Yuji, also darauf auf gar keinen Fall sowieso nicht verlassen. Ha, darauf kann man sich nicht so richtig verlassen. Das ist eh nur Backup. Gut. Hami, Hami, ha! Also wir wollen auf jeden Fall vorher nochmal die Pläne studieren, damit wir wissen, wo wir durchgehen, gucken, was wir so hinkriegen. So, wir hatten uns ja jetzt erstmal geeinigt, blind reinzugehen und immer nur mal für kurz irgendwie so in einem bestimmten Intervall jeweils das Comlink anzumachen, um Vicky ganz schnell einen Daumen nach oben zu schicken, was wir natürlich als Icon haben für alles ist Roger. Und wenn ein Daumen nach unten kommt, ist nichts mehr, Roger. Genau. Wirklich nur das zweite und nicht das erste. Achso, sie hatte doch gesagt, dass wir uns in kurzen Intervallen melden sollen. Nee, nur das Signal anmachen. Möglichst wenig verschicken, das heißt. Ja, okay. Also, kurz nur die. Ich meine, ihr habt ja noch den Virus, der wirkt ja nach Aussage von Rumpelstelz 15 Minuten, aber. Ja. Nee, damit sie uns quasi. Damit wir. Damit sie sagen kann, rede doch mal Deutsch, Mann. Ist gerade genau, ein Panzer vor die Tür gefahren und will euch voll cool abknallen. Du wolltest doch einen Panzer holen, dir. Das wollte ich wissen. Also sagen. Dingsen. Rumsen. Bumsen. Möpse. Möpse. Okay. Dann haben wir das auch. Genau, ich hatte ja unsere Schuhe präpariert, weil wir immer noch davon ausgehen müssen, dass wir Mikrofone haben. Hast du dich im Internet belesen? Jojo hat sich selbstverständlich belesen. Achso, ich dachte, du hast das gemacht. Hätte ja sein können. Mich belesen, wie man leise ist. Ja, ich habe mich ein bisschen belesen, wie man sehr leise laufen kann, ja. Okay. Ja, das kann man sehr gut tun. Genau, sie haben mir auch extra... Du hast das rausgesucht, ne? Ja, ich hatte das rausgesucht. Genau. Du warst der geile Bro. Aber ich habe auch geguckt, wie das mit den Schuhen ist. Sie haben uns extra Mokassins empfohlen. Ja. Sowas in der Art. Ich also googeln? Die haben eine nicht allzu dicke Sohle. Wenn das möglich ist. Ah ja. Aber man geiler kann, Scheiß, Junge. Aber was mir aufgefallen ist, man kann ja auch nochmal, so, es gibt ja Schuheinlagen, ne? Ja. Die kann man da reintun. Ja. Dann ist die Sohle von außen nicht dicker, aber man hat von innen noch ein zusätzliches Polster. Ja, aber sie muss weich sein. Also das ist das Gute daran. Kann ist ja genauso wie die, wie die Ninja-Schuhe. Die sind auch so hauchdünn. Das sind eigentlich nur so ganz dünne Echtleder, also nicht Echtleder, hier Wildleder, so heißt es, Sohlen, die dann sich dem Fuß anpassen. Ja, aber die Sohlen gibt es auch in weich. Es gibt nur einfach, weil auf dem glatten Boden, auf dem wir da laufen, ist das okay. Aber wenn wir wirklich mal abhauen müssen und dann rennst du über übelsten Scheiß drüber, dann ist das, hält dich das echt auf. Ich hab Konfi 7. Dann hält dich das echt auf. Tja, da muss man wieder jemand Jojo packen und tragen. Na, oder man macht es einfach anders. Man ist fliegt. Einfach. Nee, ja, das ging auch. Aber man ist einfach klug. Und sagt einfach, okay, das ist eine ganz spezielle Smart, nee, das ist zu teuer. Mhm. Scheiße. Ansonsten könnte man auch einfach sagen, geh quill auf. Also auf ein bestimmtes Signal hin. Weißt du, so wie diese Fußwärmer oder sowas. So diese Handwärmer. Panzerungsgel. Einfach unter der Seele. Sohle. Ja, schon sowas eher teuer, cool. Ja. Ja, aber sowas gibt's bestimmt. Das wäre eigentlich voll praktisch. Das reicht eigentlich, wenn das Gelpackungen sind, die unter den Füßen sind, dann ist es total weich, es sei denn, es kommt was Schnelles, wie ein Nagel, dann wird das Ding hart. Dafür sind Gelpackungen da.
Sau witzig, Schuhe mit Gelpackung. Ach, sagen wir einfach mal, sowas ist mit dabei. Cool. Ne? Okay, dann haben wir ja alles. Genau. So, wollte Kaba noch irgendwas machen? Ich bin nämlich mal ganz kurz AFK. Ich wollte meine Waffen reinigen, wollte das Zeug zusammenbasteln. Welches Zeug? Das, was wir gerade, die Laserkugel so, ja, und so. Okay. Ihr habt ja zwei, soweit ich mich erinnere. Sie? Ja, Pläne gucken und... Du solltest ja eigentlich eine Afro machen und Schlaghosen anziehen dazu. Wir haben hier Sturmhauben, haben wir, ne? Ja, na klar. Sehr gut. Sonst will ich mir noch welche besorgen. Der ganze gute Deep Shit, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Verdammt. Wir hatten ganz viel, was wir... Wir bereiten alles vor. Wenn du uns irgendwas nachher gibst, dann werden wir dir sagen, ob wir das vorbereitet haben oder nicht. Alles klar, ich guck mal auf dein Charakterblatt und guck mir mal so an, was da so ist. Kaban, die geile Sau. Schreib doch mal. Nimmst du denn für Waffeln mit? Aber. Du kannst mich doch jetzt nicht sowas fragen. Das ist doch das, was du immer als erstes weißt. Ja, ich würde auch quasi meine, Testava mitnehmen. Hm. Mit Smuddling und Schalldämpfer. Hm. Ich bin überlegen, ob das einzige ist, quasi. Weil ich möchte es nicht übertreiben. Vielleicht haben die ja irgendwelche Sensoren. Außerdem, wenn man so übelst bepackt rumrennt. Ihr müsst ja auch langsam sein und so. Genau, und wenn man so übelst bepackt mit Riesenwurm rumrennt, dann stellt die Strafe viel schwerer aus. Ja. Zumal man ja auch Ork ist. Ja, das ist sowieso schon mal das Schlimmste. Ja. Da ich ja sowieso Kampftyp bin, kann ich noch meine Unterarmschlappen mitnehmen und dann war's das. Okay. Bin ich eh tödlicher als alles andere. Muhaha. Gut, dann gucken wir mal weiter. Du hast gesagt, du bereitest alles vor. Alles, ja. Also nimmst du das Survival-Kit mit? Sicher. Taschenlampe Infrarot. Das halte ich für die beste Idee der Welt. Nein. Atemschutzmaske 6. Ja, das ist ein Auto. Nee, ist also, was du mitnehmen wirst, ist dann wo eher. Keine Ahnung, Dietrich-Set. Ja, Dietrich-Set, habe ich mir das aufgeschrieben. Ja, ich habe ein Dietrich-Set. Huhu. Ja, das hast du. Ja, guck mal auf dein Charakterblatt. Ah, sehr schön. Und ansonsten hast du irgendwie gar nicht viel, oder? Nee. Wollten wir uns eigentlich vom Dach abseilen oder nicht? Für den Fall. Notfall halt. Wir hatten, Vicky hatte aber gesagt, dass sie eine Enterhakenkanone für uns hat. Ja, die hat Kaba mitgegeben, zusammen mit der Thermobrille für Jojo. Dann, sonst hätte ich nämlich noch eine Kletterausrüstung mitgebracht. Aber das ist ja, die braucht ihr ja trotzdem. Also, die braucht ihr nicht zwingend trotzdem, aber es kann hilfreich sein. Vom Dach abseilen, da brauchst du auch die Enterhakenkanone nicht, denn das Haus ist ja nicht so besonders groß. Die Enterhakenkanone war eher, wenn ihr dann auf ein anderes Hausdach müsst, von dort aus, was dann halt absolut mega worst case ist, ne? Von dem Ding abseilen ist halt, du nimmst dir ein Seil mit, dann machst du das da oben fest und dann hast du halt irgendwie, was weiß ich, 6-7 Meter. Da hängt sich Kaban quasi an die Wand und lässt sich kurz fallen. Ja, ja, okay, ist übertrieben, richtig. Aber. Na doch, das würde ich hinkriegen. Ja. Aber, und dann fängt der Jojo auf. Oh. Dann renne ich verwandelt weg. Ihn, und sie verwandelt ihn vorher in einen riesen Pudding, damit sie schön weich fällt. Finde ich witzig. Ich bin immer überlegen, weil Kletterausrüstung ist relativ schwer und viel, eigentlich. Naja, wenn du, brauchst ja bloß, na gut, Handschuhe halt, wären halt praktisch. Kletterhandschuhe, ja. Eigentlich, ja. Ansonsten brauchst du nicht viel. Den Rest brauchst du davon nicht viel. Ja, ich nehme die Handschuhe aus meiner Kletterausrüstung. Ja. Okay. Die nehme ich mit. Weil, als andere, dieses ganze Geraffel ist einfach zu viel, um sich leise zu bewegen. Ja. Nur Ohrstöpsel, klar, und so weiter. Atemschutzmaske nehme ich auch mit. Einfach um A, cool auszusehen und B, wenn da irgendwas passiert, dann habe ich auch gerne Atemschutz. Ist die Frage, hilft Atemschutzmasken, helfen die gegen Gase? Das ist doch Gase? Eigentlich nur gegen Smog, oder? Eben, das hilft nur gegen Smog, das hilft nicht gegen Gase, da braucht man eine Gasmaske. Atemschutz hilft auch gegen Inhalationsgase. Nur die meisten. Das ergibt irgendwie Sinn, sonst hätte die nämlich keine Stufe. Ja, und das Problem ist aber, dass halt die meisten Sachen wie Pepper Punch und so weiter auf Berührung gehen. Ja. Das ist halt das Problem. Verkackt. Also wenn du mit Pepper Punch kommst, bist du in SR5 ja tot.
Pepper Punch ist super. Wir haben dieses Betäubungsgas, das tötet alle Menschen. Geil! Wo ist eigentlich meine scheiß Atemschutzmaske? Ich hatte doch auch mal so ein Ding. Warum habe ich die nicht aufgeschrieben? Sonst besorge ich mir eine neue. Ich nehme natürlich die Wegwerf-Comlinks mit, aber, also eins. Aber das ist halt das, mit wem ich Signale gebe, quasi. Oder? Cool. Nee, wir haben das mit dem, wir haben extra das andere genommen, weil da das Dingsbums drin ist, ne? Haben wir uns da was überlegt? Das was drin? Der Schleierschlieb? Hast du doch eigentlich in jedem drin, oder? In den Wegwerf-Comlinks? Sollst du den mal reinbauen lassen? Die Dinger sind Wegwerf-Dinger, die ich telefoniere mit einmal und schmeiß weg. Eigentlich. Ach so, das verstehst du unter Wegwerf. Na, ich dachte, da ist immer so ein Monat, bevor man das mal wechselt. Aber ja. Ach da, Atemfilter, da hab ich's doch. Ha. Mit Schleicherchip, das Comlink ist schon besser, das Bessere auch allgemein, weil du damit nicht so schnell gehackt wirst, wenn was ist oder so. Ja. Na gut. Ich glaube, ich nehme noch das Tarnholz mit, damit ich meine Pistole tarnen kann. Okay. Ne? Für den Fall, dass da jemand rumrennt, dann wäre ich den sowieso bewusstlos. Mit den Händen. Wenn wir da einmal, ich wollte schon sagen, wenn wir da einmal schießen, ist sowieso Ende mit Infrarotsensoren. Ja, nee, deswegen, also ich nehme die Pistole einfach nur mit, weil ich mich dann sicherer fühle. Ich habe sonst Angst im Dunkeln. Nee, und die kommt dann ins, in den Starnholster, damit es halt ein bisschen sonderlich auffällt. Okay. Medkit ins Auto? Hast du eins im Auto? Karbans Auto nimmt ihr eh nicht. Hm. Ich habe nicht mal Medkit, glaube ich. Moment. Gut, ich hab ein Medkit. Du hast kein Medkit, echt. Du hast kein Medkit, ey. Ich hab das vergessen zu kaufen, das ist mir schon zweimal aufgefallen. Dann kriegst du meins. Du kannst damit eh besser umgehen. Das ist richtig. Das hätte er nicht mit reinnehmen. Nee, das ist viel zu groß. Ja. So, wir hatten festgestellt, Störsender sind bumm, die brauchen wir nicht. Naja, also dumm sind die nicht, für den Fall, dass wir fliehen müssen. Können wir auch einfach alles ausmachen. Außer den Autoknoten. Aber der hat ja einen Schleierchip. Die Comics auch. Okay. So, muss ich noch irgendwas ansagen, was ich mitnehme? Oder ist dir das wurscht? Das wäre schon eigentlich ganz okay, ja. Gut, hier. Also den Atemfilter, den werde ich auch mitnehmen. Das Medkit lasse ich da. Was ich auf jeden Fall brauche, ist der ganze Hardware-Blödsinn. Und zwar das, was ich möglichst brauche, um im Zweifel Sensoren oder den ganzen Shit zu benutzen. Also zu dingsen, weißt du? Ein Hardware-Kit. Ja. Brauchten wir da irgendwie eine Industriemechanik? Brauchte man das für Sensoren oder brauchte man das irgendwo für da? Oder reicht es, wenn ich sage, Industriemechanik-Kit... Da Industriemechanik sollst du das eigentlich nicht haben. Eben, aber das heißt, ich kann mir trotzdem irgendwie zur Not irgendeinen großen Schraubenschlüssel oder eine Zange. Industriemechanik-Werkzeuge müssten halt einfach 400.000.007 mal so groß sein wie Hardware-Werkzeuge, einfach weil Industrie, schon alleine Industrieschraube von so einem Kran, die ist ja groß wie Jojos Kopf. Ne? Nee, okay, sie nimmt sich trotzdem nochmal einen großen Schraubenzieher mit und wenn es nur ist, um irgendwas aufzuhebeln, weißt du, da kannst du die kleinen Dinge vom Hardware oder das jemandem ins Auge zu stechen. Das hat sie vom Handwerk gelernt. Der Handwerk. Gut, ja, leider muss man einfach eine Knarre mitnehmen, ansonsten ist das einfach irgendwie mit Schalldämpfer, das ist sonst irgendwie doof. Weißt du, was keine Infrarotstrahlung dann macht und nicht so laut ist? Na? Ein Taser. Das ist Elektrizität, die macht keine Infrarotstrahlung, nee. Nein. Die ist nicht heiß. Also nein. Strom ist nie heiß. Die 400.000 Volt, die sie da haben, ja, okay, hast du ja vielleicht recht. Aber ich glaube, es ist nicht so heiß wie eine Kuh, wie sprengt. Doch. Das Problem ist, ich bin die heißeste Waffe und das ist das Problem. Also, wenn ich zuschlage, deswegen bin ich gedämpft. Das Schlimmste ist ja, es wäre ja schlimm genug, wenn ich ihn das erste Mal hören würde jetzt. Aber du schaffst es, ihn auch jedes Mal einzubringen, auf eine andere Art. Na sicher. Mann, das ist mir schon fast Karma-Abzug wert. Oh, ich sollte aufhören damit. Nein. Das ist also quasi ein Running Gag für den Kracke. Ja, ich nehme die Zastaba. Oder Defigetti Security. Bitte? Oder Defigetti Security. Die hat mehr Schuss, ne?
Ja, und die ist leicht, also besser zu verstecken. Ja, die ist kleiner und besser zu verstecken, das ist richtig. Monofilamentkettensäge? Ja, natürlich, nein. Also. Viel zu laut. Also. Die wird auch nicht heiß und Metall, das du damit sägst, wird auch nicht heiß. Natürlich nicht. Überhaupt nicht, aber dafür haben wir die Strukturschwächungsdrohne. Für eine Stahltür wird die aber nicht, also. Nicht ich glaube, so gut sein. Nee, das ist richtig. Aber wir wollten ja auch eigentlich für ein Fenster. Ja, das ist richtig, aber die ist ja eh egal. Okay, ich glaube, ich nehme noch die Flying Eye mit und pack die ins Auto. Für den Fall, dass wir wegfahren müssen, dass man jemanden, dass die Leute flasht. Brauchst du nicht. Weil Vicky da ja so drin hat. Genau, dann hatten wir gesagt, Handschuhe, ja, Kontaktlinsen, bla, Smartlink, bla, sich. Wieso hast du Wurfmesser? Ich? Ja. Die habe ich noch von Mahina. Geil. Bloß nicht wegschmeißen. Ja. Siehst du, das erinnert mich wieder daran, dass ich Wurfwaffen steigern wollte. Das war witzig. Kannst du nicht elektronische Kriegsführung steigern? Das ja, du auch. Wolltest erstmal elektronische Kriegsführung steigern, du mein Freund. Wolltest. Du okay. Wolltest. Du wolltest. So, habt ihr irgendwas vergessen? Irgendwas, wo ich hinterher denke, oh, warum habe ich daran nicht gedacht? Alles. Alles. Brauche ich so ein... Ja, du hast ja zwei Ausrüstungslisten. Krasse Scheiße, Alter. Nimmst du irgendwelche der Granaten mit? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dass die im Auto waren. Im Bumsbulli. Deswegen ja, steht da auch im Auto. Mal, erst dann kannst du das ja mal löschen. Den Bumsbulli kriegt doch nicht wieder, Kinder. So, Strukturschwächungsdrohne, der 3D-Mapper. Und du hast 3 Dosen Jazz? Ja, die habe ich immer noch. Was ist denn hier los? Dann natürlich der Gunfist-Ausschlag, den nimmst du auch mit, oder? Na klar, den kann ich auf die Waffen spritzen. Ich habe auch noch 24 Ampullen Scorpyrin gegen Gift. Ja, sehe ich auch gerade. Ja, ja. Und du hast Flash-Head mit der geilsten Schreibweise der Welt. Mano! Doppel-Z. Easy. Pinzett, genau. Pinzett-Munition. Ja, auch das. Ich habe auch noch eine Splittergranate, aber die brauchen wir nicht. Du meinst also, Drohne? Eine Splitterdrohne, genau. Ja, nee, brauchst du vielleicht nicht. Ich sollte mir vielleicht nochmal 250 Nuyen ausgeben, um mir die zweite Hälfte meines Hardware-Kits zu holen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Das steht da nicht. Also habe ich es nicht gemacht. Hä? Hardware-Kit 1,5. Mir ist irgendwann mal ein halbes Flöten gegangen, glaube ich. Geil. Ja, dann mach das mal bitte. Mann, ich feiere echt jeden kleinen Sieg, dass du dir sogar aufschreibst, ein halbes Hardware-Kit. Mann. Naja. So, das bezahle ich aber nicht aus der Gruppenkasse. Ach genau, da muss ich ja noch 1800 abziehen. 1600 meine ich. So. Haben wir jetzt eigentlich den 29. schon rum, ja, ne? Ich glaube nicht. Kann ja nicht, wenn du dich in 10 Tagen und das war der 5. Mai oder was auch immer damit mit Freya treffen willst. Naja, warte, so. Nachdem du den Hüter und alles angeguckt habt und alles und ihr das noch die Disco-Kugel gebaut habt, am 29. könntet ihr es durchziehen. Übrigens am 29. kabern dann deine neue Sinn, dritte Kraft. Eben, deswegen frag ich gerade, weil ich es gerade lese. Also spätestens, also frühestens am 29. könnt ihr das Ding machen. Nachts. Okay. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ich gehe die Liste zusammen mit Kabern und mit Vicky durch. Scheint bisher nicht so. Bisher habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Das werden wir feststellen, wenn wir es vergessen haben. Ja, vermutlich. Oh mein Gott, ich trage keine Unterwäsche. Schon wieder nicht. Oh Gott. Sexy. Allzeit bereit. Ich kann mir vorstellen, wie sexy eure Infrarot abweisende Kleidung da ist. Meine ist als Panzerkleidung. So, hallo? Hauptsache, ich habe eine komplette Spalte, wo erstmal nur Munition steht. Das ist schön. Du hast ja auch eine komplette Spalte mit nur Waffen. Ja. Irgendwofür muss man ja da sein. Ich meine, nutzen tue ich die nicht, aber... RFID-Löscher brauche ich nicht. Was ich aber machen kann, ist... so kleine... nee, das geht nicht, ne? Ha. Also meine Idee wäre jetzt irgendwie
irgendwo anders, also am Anfang quasi so einen kleinen, oder irgendwo so zwischendrin so eine kleine, so ein kleines, so einen sendefähigen Knoten, der aber aus ist, den ich quasi aktivieren muss. Das müsste ich auch bei Senden machen. Vergiss es, geht schon, weg. Hat sich schon erledigt, ich bin dumm. Alles klar, kann ich mitleben. Sehr schön. So, habe ich sonst was vergessen? Ich glaube nicht. Handschuhe, einmal Handschuhe, Panzertape, sowas halt. Ja, na klar, der ganze Scheiß da. Klebstoff, falls man ihn braucht. Klebstoff. Das Türöl übrigens, ich erinnere nochmal dran, das Türöl oder Graphit oder irgendwas, was einen davon abhält, das Türen quietschen. Mhm. Das ist sehr wichtig. Und was ich bitte auch mitnehmen möchte, ist eine Art Filz, oder von mir ist auch aus irgendwie sowas, aber eine Art Filz, dickeren Filzlappen. Denn wenn man Knöpfe drückt, machen die manchmal Geräusche. Ein Klack oder ein Piep oder ein irgendwas anderes. Touchpad. Genau, bei einem Touchpad, so. Aber machst du keine Geräusche. Die meisten Sachen sind doch Touchpad-mäßig. Ja, aber das weiß ich aber auch nicht. Aber die können ja auch noch Piep machen, quasi aus einer kleinen Lautsprecher raus. Oder so. Ach so. So, und wenn ich da aber so ein Filz, also eine dickere Filzschicht, du weißt bestimmt, was ich meine. Oder ich da, wo die Leute früher die dummen Kinder immer irgendwelchen Weihnachtsschmuck draus gemacht haben, den keiner haben will. Sowas in der Art halt. Generell Weihnachtsschmuck? Ja, irgendwie sowas. Also dieses Filz davon, oder sowas ähnliches halt, ist mir egal, aber sowas ähnliches. Du nimmst deinen Putzlapp, mit dem du das Klo gemacht hast, schon klar. Von mir aus. Ja. Auf jeden Fall einen Lappen, damit ich das da gegebenenfalls drüber legen kann, damit solche Geräusche verhindert werden. Ich halte das für eine ganz hervorragende Idee. Der macht sich schon wieder bei mir lustig, hörst du das? Nee, das meine ich ja tatsächlich nicht. Ich musste nur gerade trinken. Ach so. Ich fand das auch mit dem Türöl übelst geil. Du schmierst das dann in die Schiene, wo die Tür seitlich in die Wand reinfährt. Ja, auf jeden Fall so, dass es keine Geräusche macht. So, dass es so gut wie keine Geräusche macht. Hoffentlich. So wenig Geräusche wie möglich. Genau. Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Was ich noch mitnehmen könnte. Jutti. Dann sagt mal ein Datum an. 29. Okay. So schnell wie möglich fertig werden. Ich hab noch ein Date, Junge. Na klar. Gut. Uhrzeit? Wann wollt ihr da sein? Wie lange arbeiten die immer? Bis maximal um 10, ne? Ja, genau, bis maximal um 10. Das heißt... Wachwechsel war um 3 oder 4, das heißt genau. Um 12. Ja, 12 ist gut. Mitternacht! Wir gucken um 12 das erste Mal, wenn wir da das Gefühl haben, dass da noch jemand ist oder dass da noch irgendwas ist, dann machen wir es da noch nicht, sondern gehen eine halbe Stunde später rein oder sowas. Na, die beiden Typen stehen ja die ganze Nacht davor. Ja, yeah, die beiden, also. Ne, das ist aber klar. Aber ansonsten deswegen... ist da, ihr wartet halt noch 10 Minuten, bis der günstige Augenblick gekommen ist. Und dann macht ihr einen Kletternwurf. Um über den Zaun zu kommen, Junge! Genau. Wir hätten einen Drahtschall da mitnehmen sollen. Das ist nicht so ein Zaun. Okay, mach schon Drahtzaun, Junge. Der hält sich doch ja auch nicht. Der hält so ein Och doch ja auch nicht aus. Was ist das denn für ein Zaun? Das ist ein Metallzaun. Nicht so. Mir eine Metallsäge mitnehmen müssen, Junge. Das ist doch viel zu laut. Ach. Quietsch! Aber ich kann doch nicht klettern. Quietsch! Da kannst du klettern, das ist Akrobatik. Athletik. Athletik. Also Gymnastik heißt es, glaube ich. Ja, das ist Akrobatik. So, lieber Spielleiter, ich würfel das jetzt auch. Das geht auf Geschick, ne? Geschick und oder Stärke. Auf Stärke. Schon immer auf Stärke. Ich hasse dich. Aber ich habe Free Climbing als Spezialisierung auf Akrobatik. Kannst du benutzen. Nicht nett. Danke. Ernsthaft? Ja, ich bin besser als du. Ernsthaft? Ich habe 11 Würfel und ich habe einen Erfolg. Ernsthaft? Ich habe 2 Erfolge mit 6 Würfeln. Das ist deren Das wir war wollen das heimlich sein. Wikis Wurf, oder? Das war... Ja. Na gut, also. Jojo schwingt sich über den Zaun. Behende. Galant. Nicht katzenhaft, aber immerhin. Dein bestes Klettererlebnis seit dem Abseilen vom Tech Tower. Mein erstes berufsrelevantes seitdem. Und du brauchtest nicht mal Freifall.
Ja. Oder ein bisschen da drüber und dann geschmeidig und allglatt. Wirst du dann zum, was gibt's denn da, irgendwo ein paar Kisten stehen da rum, ja, halt hüpfen, um da in Deckung zu gehen, kabern. Weißt du, warum das bei Kabern schief geht? Weil der einfach zu schwer ist und der Zaun sich biegt. Nee, weil die Maschen zu dünn sind, der kommt da mit seinen Füßen nicht richtig rein. Ja, das ist das genau. Eine. Und erst, wenn er oben angekommen ist, biegt sich der Zaun tatsächlich ein bisschen. Oh. Das verursacht durchaus Geräusche. Oh. Und ihr hört dann von vorn, wie sich eine Person dann auf euch zubewegt. Aber du bist noch nicht ganz drüber. Was tust du? Ich gehe mal kurz in die Karte. Ja, das mach das mal. Wir sind hier hinten irgendwo, richtig? Ja. Die fangen jetzt von hier aus an zu laufen. Ja. Und wo sind die Kisten? Warte. Ich möchte die Karte jetzt leider nicht öffnen, weil sonst kackt irgendwie hier wieder. Ja, also nach seiner Aussage habe ich noch ungefähr 20 Minuten Zeit. Grob geschätzt. Naja, Skrillen, das ist nicht so groß. Ja, was tust du? Ja, ich versuche mich halt sehr leise rüber zu buxieren, dass ich halt auf der richtigen Seite bin. Also quasi na da und dann abschnell. Immer noch mal klettern. Komm, zeig nochmal, wie geil du bist. 3 Erfolge, Tagvergabe. 5 Erfolge. So. Kann den Zaun sogar wieder richtig biegen. Alles klar. Das Ding ist, der Zaun ist halt so ungefähr 1,70, ne? Toll, ich hätte drüber gucken können. Ja, ja, ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt episch beschreiben soll, wie ich deine 5 Erfolge verwerten soll, ob du da jetzt einfach kurz einen Handstand drauf machst und das Ding tatsächlich wieder gerade biegst und zwar lautlos. Oder ob du dann einfach wieder an der Seite, wo du übersteigen wolltest, runter dich fallen lässt und dann wirklich einen Salto über das Ding einfach machst. Ich weiß es nicht, es sind 5 Erfolge, Junge. Ich komme ganz behendet quasi unten an, roll mich dann einmal in Deckung und dann war's das. Okay, Das ist alles geräuschlos. Natürlich. Boah, du bist viel zu heiß, Junge. Muss aufpassen, sonst gehen die Infrarotsinse und los, während du noch draußen bist. Oh ja, ich schwitze auch schon. Das ist kein Wunder, die Panzerung ist dick. Der Typ kommt bis zu der Ecke, wo die WCs sind, guckt da mal kurz hin und geht dann wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid auf dem Gelände. So gut. Ja. Wir müssen zu der blöden Feuerwehrzufahrtsgedönse. Da wollten wir ja eigentlich rein. Genau. Ihr seid da. Wir müssen das Tor öffnen. Oder das Ding öffnen. Ich möchte, dass es lautlos... Und Geschick. Naja, es lief ja jetzt auf Geschick, ne? Das ist eine ausgedehnte Probe. Mach bitte erstmal nur einen... Nein, MacGyver. Und mach bitte erstmal nur ein Würfchen. Ich krieg bestimmt auch keinen Bonus wegen des Kids, ne? Das wäre auch zu einfach. +1. 4 Erfolge! Oh, ich liebe meinen... Das ist eine ziemlich harte Ansage. Ja. Sekunde. Ich muss einmal Glück haben. Pass auf, jetzt patze ich bestimmt gleich umfahren als Ausgleich. Mhm. Jo, es ist so, das Schloss ist ja, wie gesagt, von in guter Qualität. Und zwar ist es so, dass das Schloss, wenn du das denn, du machst ja die Verdeckung ab und fängst da irgendwie an rumzulöten und richtig geil zu sein und irgendwelche Sachen umzuverdrahten und was man alles so Geiles machen kann. Und dir fällt auf, dass wenn du den Prozess des Schlösserknackens beginnst, so wie du ihn jetzt einleitetest, dass dir dann nur eine gewisse Zeit bleibt, um das zu vollenden oder es wird ein Alarm ertönen. Du hast es noch nicht ganz geschafft, du bist aber auf einem sehr guten Weg. Bitte gönn dir doch noch einen Wurf. Abnehmender Punkt. Bitte gönn dir doch noch einen Wurf. Was haben wir jetzt? 8. Bitte gönn dir doch noch einen Wurf. Ich schaue mich währenddessen um, quasi. Und tippe von einem Bein aufs andere. Ich habe 10. 10. Der Mindestwurf war 10. Und weißt du, innerhalb welches Intervalls? Na? 4 Kampfrunden. Wie viele Würfe hast du gemacht? 4. 4.
insgesamt. Alter, es könnte knapp gewesen sein. Du kannst es aber dann auch, ne, du öffnest Alter, ist das jetzt das bei Tor. Jedem Schloss oder bin ich dann beim nächsten schneller, wenn es dieselbe Bauart ist? Na, ich sag mal so, die Schlösser sind nicht ganz die gleichen. Außen sind die Schlösser natürlich immer noch mal ein bisschen besser als innen. Weil, wenn du erstmal drin bist, ne, du weißt schon. Okay, trotzdem. Also, es ist aber zumindest dieselbe Firma. Das heißt, die Steckplätze und der ganze Scheiß werden dieselben sein. Warst jetzt nicht in jedem Schloss, also, keine Ahnung. Ja, okay, ich guck mal. Und du guckst am nächsten Mal. Muss ich ja wohl. So. Ah, endlich. So, ja. wir müssen ja jetzt blind rein, quasi. Wir hatten uns jetzt eigentlich verkabelt? Ja, also ich bin auf jeden Fall verkabelt, miteinander nicht. Wollten wir aber, glaube ich. Ihr miteinander, dann könntet ihr euch innerhalb eines Meter Radius voneinander bewegen oder so. Das ist richtig dumm. Zwischendurch, wir können ja immer mal so... Wir können es zwischendurch machen, ja. Es geht. Aber das Kabel ins Comlink stecken macht schon auch Geräusche, ne? Das ist leider richtig. Also ich meine, Gott schuf ja zum Beispiel die Zeichensprache. Ja, genau. Oder auf dem Comlink, weil ihr ja eingesteckt seid in euer eigenes, könnt ihr auf dem Display durchaus mal kurz ein Wort erscheinen lassen. Ja. Wie zum Beispiel, Kaban, du bist so heiß, lass es uns hier und jetzt schmutzig auf dem Tablett treiben. Na, erscheint dann ein Ficken, Fragezeichen. Das ist viel einfacher. Später, Fragezeichen. Beauty. Dreimal. Beauty, rein. Ja, ja, ihr seid da in dem Krankenzimmer. Glückwunsch. Danke. Wir bewegen uns ab jetzt sehr vorsichtig, sehr leise. Und dann sehr, sehr leise. Schleichen und geschickt. Ja, ich weiß jetzt schon, dass es wieder schief gehen wird bei mir. Was sagst du? Das wirklich lieber verdeckt, oder? Achso, das hätte ich, na, ist egal. Oh, nun zwei Erfolge. Wow. Vier Erfolge! Oh, wenn ich leise! Was ist denn heute los? Ich würfel immer so schlecht. Ach, Schnauze, leise. Wichser! Lass mich doch mal freuen! Hast du mir den Jojo-Nachteil gegeben? Ich glaube, sie hat ihn an dich weitergereicht, ja. So, was ihr seht, ist, dass ihr nicht offensichtliche Laserstrahlen seht, ne? Ja. Und auch mit Infrarot. Nicht? Aber das war ja eh schwierig wegen Dings. Infrarot ist halt so eine Sache. Und ihr macht natürlich vermutlich mal trotzdem die geilen Disco-Kugeln an, weil es einfach keinen Style hat, oder? Na klar. Naja, das wir machen erstmal eine Wahrnehmungsprobe, ob hier diese Transistoren auch drin sind. Transistoren? Achso, nee, na, das ist überall. Also, ja, hätte sein können, dass wir hier keine sehen, weil wir keine Emitter. Also ihr wisst ja nicht, ob es Emitter sind oder Mikrofone oder Penisse. Ne? Ihr seht keine offensichtlichen Laserstrahlen, was Emitter weniger nahe liegt. Aber man weiß ja nie. Und ich meine, jetzt habt ihr eine Disco-Kugel schon. Ja, solange keine Fenster nach draußen sind, wo man das Licht sehen könnte, was ja nicht ist, ja, weil man Tor ja von draußen nicht nach drin sehen kann. Haben. Ja, ja, klar. Na dann. Ja, dann müssen wir jetzt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, man guckt vorsichtig, ob man was hört, was sieht, was irgendwas. Hier muss es ja eigentlich leise drin sein. Bitte? Jojo. Okay. Jojo, Wahrnehmung. Oh, nee, warte mal. Intuition. Wahrnehmung und Schleichen. Wahrnehmung und Geschick, meine ich. Jetzt habe ich's. Geschick und Wahrnehmung. Ja, klar. Komische Mischung. Nee, das muss so. Das ist alles im Regelwerk. Zwei Erfolge. Oh ja, gut. Zwei Erfolgetag. Ja, die eine Putzdrohne ist halt relativ gefährlich, als du die eine Tür von innen, kannst du diese Tür übrigens ohne Probleme öffnen, so dass du fast drüber fällst, aber du kannst dich gerade noch retten, diesen Fuß nicht vor den anderen zu setzen, kurz zu warten und dann leise weiterzugehen. Genau, wir wollten ja erstmal das Thermostat ein bisschen hochstellen. In der Tat. Das war ja unser Plan. Okay. Geht die Putzdrohne zufällig in die Richtung, oder? Nee. Schade. Gut, dann gucken wir, dass wir in Richtung dieses, ich glaube, das war der Backroom, Backroom-Casting. Ja, der Besprechung, genau, da dieser Versammlungsraum, was auch immer. Ich habe noch die Karte im Kopf, ungefähr. Das war ja eigentlich nur quasi geradeaus rüber. Ja. Und guck mal, dass wir da ans Thermostat kommen. Beziehungsweise erst an das Türschloss. Die Frage ist, müsstest du noch mal kurz am Schloss gucken. Ja.
Ja, okay, das ist wieder abgeschlossen. Guckt sie da nochmal kurz am Schloss. Ich lege übrigens, bevor die Tür ins Schloss fällt, etwas in die Tür rein. Das Was ist denn? Klug. Ja, so ein kleines Stückchen Klebeband oder sowas oder so ein Stückchen irgendwas. Genau, in der Scharnier, weißt du, bevor das, also. Das ist ja kein Scharnier, ne? Das ist eine Schiebetür, aber ja, du kannst ja trotzdem was reinlegen. Ja, so, also das ist halt nicht zu fett. Panzertape hört sich gut an. Okay. Dass sie halt nicht zugeht, weißt du? Weil das wäre total der Scheiß Exit und so. Ja. So, Jojo? Du wolltest Schloss, ne? Schloss knacken, okay. Ja, wenn du die Verdeckung abmachst, siehst du, dass es weniger gut ist, aber es hat einen Anti-Tamper. Also ein Anti-Manipulationssystem. Scheiße. Ein gutes also oder ein schlechtes? Noch mal, ja, kann man schon machen. Kann man schon machen. Kann man schon machen. Kann man schon machen, sagst du. Ja. Beauty. Schon ganz schön. Na, dann wünsch mir Glück. Glück. Das ist ganz schön gut. Schon okay. Mach doch mal Hardware und Wahrnehmung. Komm, gib mir. Okay, Hardware und Intuition, denn du bist MacGyver und der macht alles intuitiv, weil er der Geilste ist. Und weißt du warum? Wegen der Loden. Das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Dafür kann ich nichts. Lass 5 Erfolge, kreativ. Fick dich. Was ist denn mit dir los? Was ist überhaupt dein geistiges Limit? Mein geistiges Limit ist 5. Nee, 6 ist mein geistiges Limit. Kein Wunder, dass ich heute so beschissen würfel, Alter. Also. Ich liebe den heutigen Tag. Endlich funktioniert mal was. Endlich kann nie mal was. 3. Schön. Verstehst du? Nee, 3. Also, ne? Okay. Musst schon 3 Erfolge haben oder es gibt einen Alarm. War das jetzt mein Wurf? Das war jetzt dein Wurf, um zu erkennen, wie gut das Schloss ist. Der Vorteil ist, dieses Schloss hat keine Zeitdingsung, ne? Du kannst dir so viel Zeit lassen, dann später musst nur dieses Anti-Temper, musst du irgendwie dich schon mal anstrengen. Und ja, ich streng mich mal an. Ich würde mich quasi schon mal umschauen, ob ich hier noch irgendwelche Sachen sehe, die ungewöhnlicher sind als letztes. Okay, ich hätte gern einen Wurf auf Willenskraft und Intuition. Oha. Jojo. Ich überlege gerade, ob ich gerne mal kurz etchen möchte. Das ist ja nur ein Erfolg, Mensch. Aber ich weiß doch, wie das geht. Okay. Ist alles richtig. Daddy hat also 0 Erfolge, das ist auch okay. Ich muss das, glaube ich, etchen, sonst geht sofort der scheiß Alarm los. Ist doch kacke, dass mein einziges Edge jetzt schon wieder weg ist. Da ist es. Fick dich. Alles klar. Hey, 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 hey. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt solche bösen Dinge zu sagen. Doch. Also. Du eröffnest das Schloss. So, ich hoffe. Die Tür öffnet sich ebenfalls. Ich weiß aber jetzt ganz genau, wie ich es dingsen kann, oder? Ich muss jetzt nicht jedes Mal wieder aufs scheiß Antimanipulationssystem würfeln. Chill. Ich will's nur wissen. Chill. Nein, ich bin gerade aufgeregt. Ja, du musst dir einfach immer vor Augen halten. Was hätten wir anders machen können? Ihr hättet nichts besser planen können. Das Einzige, was ihr hättet anders machen können, ist nicht euer ganzes Edge bei der Mutaktion rausballern. Ich hasse dich. Hallo, das war eine wichtige Aktion, die wir da gemacht haben. Lass mich doch auch Spaß haben. Das war gut für unseren Seelenfrieden. Naja, siehst wir hätten noch ein paar mehr mitnehmen müssen. So also, Kinder, die Tür öffnet sich und da Jojo das Öl benutzt hat, richtig leise. Der Hausmeister wird sich freuen, wenn das nächste Mal kommt. Ja. Du gehst langsam hinein und wirst die Heizung aufdrehen. Genau. Ihr wollt erstmal ein bisschen warten, ne? Genau, wir wollten erstmal ein bisschen warten, bis es sich ein paar Grad erwärmt hat. Okay. Kaban. Mhm. Warte. Da, wo das rote Viereck ist, das ein Viereck werden sollte und kein Kreuz, aber es ist ganz zufällig noch ein Kreuz durch. Da, ne? Ja. Der Karte, okay. Für Zuhörer, das ist genau in der Mitte. Ich werde diese Karte dann nicht verändert hochstellen. Von da beobachtet dich jemand. Wie? Von da, also ich meine jetzt nicht, weil du bist ja in den Gemeinschaftsraum und da hat man kein freies Sicht auf dich, aber da hat dich jemand beobachtet und es ist einfach ein unangenehmes Gefühl von da. Da stand jemand und hat mich beobachtet. Nein. Du hast das Gefühl gehabt, dass von da dich jemand beobachtet hat, jetzt immer noch in deine Richtung so und so einfach so ein unangenehmes Gefühl, so ein Magengrummeln, eine Verstimmung. Ich würde schreibe, sagen, die Milz zieht, aber das geht ja nicht. Doch, ich habe eine Milz. Deswegen geht's ja nicht. Mhm.
Ich schreibe das in kurzen Sätzen auf, von wegen, dass ich ein ungutes Gefühl habe, dass mich aus dem aus der Mitte des Gebäudes mich etwas beobachtet. Und lasse das auf dem Display erscheinen und zeige es meiner Kameradin. Das ist also quasi Jojo. Ja, Jojo. Nee, die macht erstmal gar nichts. Die macht erstmal nur eine ganz vorsichtige Handbewegung von wegen, hier, chill mal, weißt du, dieses Hand runter. Mhm. Und hart aus, weil ansonsten müsste jetzt irgendetwas passieren und das ist bisher nicht der Fall. Das Zeitintervall, in dem man mal ganz kurz für eine Sekunde guckt, ob hier Dingens was geschrieben hat, also ne, Wiki, was... Ja, das ist jetzt, versteckt euch. Echt jetzt? Ja. Okay, dann zeigt sie ihm irgendwie das Zeichen für Verstecken, also sie schreibt es auf Verstecken, Ausrufezeichen. Was? In Zeitlupe vor allen Dingen. Das ist das Schlimme. Okay, ich drücke mich in die nächste Ecke. Bitte? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich zu verstecken? Ja, im Meetingraum ist so ein riesiger U-Tisch, der ist monströs. Das geht, was hat man noch in so einem Büro? Pflanzen hinter oder unter oder irgendwie sowas. Leinwände gibt's ja leider nicht mehr. Irgendein Technikfritzel, ein Rednerpult vielleicht. Nee. Ein geschlossenes, Unterm Tisch ist so ziemlich das Einzige. Dann Pflanzen hat man doch überall. Irgendwelche Wasserspender oder sowas in der Art. Wir sind nicht in America. Hier in der Ecke? Ja, das ist ziemlich gut. Wenn die Tür nicht aufgehen würde, theoretisch würde, also wenn die Tür aufgehen würde. Ja, okay. Die Sache ist, bis dahin ist halt ziemlich weit und du musst dich ja in Zeitlupe bewegen. Das ist die Frage, wie viel Zeit du dir nehmen willst. Dann ab unter den Tisch. Okay. Ja, Jojo, wenn das nicht anders geht, dann unter den Tisch. Und, nein, also nicht springen, sondern ganz leise und behäbig. Und zwischen den Stuhl an dit. Irgendwie zwischen den Tisch, Stuhlbein, Tischbein, wie auch immer, so dass man da irgendwie zumindest ein bisschen Deckung hat. Ja, ziemlich cool, wenn das andere keine Mikrofone wären, sondern restlich Kameras, oder? Die ganze Zeit euch sehen und so, Alter, was machen die da? Was ist denn mit denen falsch? Die haben eine Disco-Kugel dabei? Oh Gott, es blendet, aber warum? Was ist denn mit denen falsch, Alter? Das wäre so gut. Aber gut. Ihr hört dann Schritte durch den Eingangsraum gehen, also durch diesen Aufenthaltseingangsbereich da. Das Display und die Haupttür wird hat übrigens sich gedunkelt. Ja, na klar. Ja, und auch die Disco-Kugel wird gedunkelt. Ja. Jutti. Gut, also, da sind dann so zwei paar Schritte durch den Eingangsraum Richtung Notfallraum. Ich hätte die Tür nicht verriegeln sollen. Ich hörte Tastendrücke. Es piept sogar tatsächlich. Die Tür öffnet sich. Dann Gemurmel. Hört man was? Warte mal, Wahrnehmung. Und Intuition tatsächlich. Vier Erfolge. Alter, da ist er wieder zurück. Zwei Erfolge. Das Gleichgewicht ist wieder hergestellt. Einmal hört man aus dem ganzen Kladderadatsch heraus wohl nix und einmal trotzdem aufpassen. Mhm. Dann. Jojo hört, wie beide wieder rausgehen und die Tür sich schließt. Kaban hört, wie einer rausgeht und die Tür sich schließt. Also die Haupteingangstür. Alter. Es geht nur einer raus, der andere bleibt drin? Also innerhalb des Gebäudes, wo genau. Der ist auch ein paar Schritte irgendwo hingegangen, aber wo genau weiß er nicht. Ab aufs Klo, yay. Hey, ja. Da drin waren, soweit du weißt, keine Alter. Kameras. Geh hin und töte ihn. Du hast dein Lautstärke-Mikro irgendwie komisch. Du hast gerade richtig laut Hey gesagt. Bei mir nicht. Echt? Okay, dann ist es bei mir ganz komisch. Hey! Besser. Das muss jetzt einfach sein. Das hat voll geknackt und voll explodiert. Ja, Jojo würde dann unterm Tisch erstmal raus. Es sei denn, Kaban sagt dir Bescheid, dass noch irgendwas ist. Ich halte sie kurz zurück. Und halt den Finger vor die Lippen quasi so. Sie runzelt die Stirn. Ich drück dich wieder runter, dass du halt noch ein bisschen warten sollst.
Dann warten wir noch eine Weile und ich warte jetzt wirklich auf die Klospülung oder sowas. Die kommt nicht. Sie schaut dich fragend an. Dann schreibe ich ihr, einer ist noch auf Klo, glaube ich. Oder noch unterwegs. Dann schreibt sie jetzt aber zurück. Dann kann es drin kein Infrarot geben, sonst, oder es ist ausgeschaltet. Oder der Knoten, also schreibt sie jetzt auf seinem Comlink, oder der Knoten weiß den und ignoriert diese Signatur. Ja. Aber die Infrarotsignatur dürfte das nicht unterscheiden können. Richtig. Darüber hattet ihr schon gesprochen. Die können ja für, wenn die, also wenn das System wird ja von ihm überwacht, der nur guckt, ob es Alarm gibt oder nicht, ne? Ja. Und wenn die jetzt sagen, ey, Dude, wir müssen da mal rein, weil wir haben da gerade gehört, die Tür geht nicht zu, dann weiß der ja kurz, dass jeder Alarm, der da bei Infrarot kommt, erstmal unsinnig ist, bis die Ansage kommt, okay, wir gehen jetzt wieder raus. Ne? Ja. Das heißt, es kann trotzdem Infrarot geben. Ich möchte jetzt trotzdem mal horchen, ob ich den irgendwo höre. 3 Erfolge. Ja, er bewegt sich nach rechts. Also von uns weg. Studio 3, ja. Also da, wo wir hin müssen quasi. Dann dreht er sich um und kommt wieder zurück. Und dann geht er Richtung Haupteingang. Die Tür öffnet sich und du hörst wieder ein paar Wortfetzen. Unter anderem scheiße warm, schwächliche Deppen. Und dann schließt sich die Haupteingangstür. Jo, gut. Dann nick ich Jojo zu und bedeute ihr quasi voranzugehen. Ja, schick die Kleine vor. Okay, nee, klar. Du fällst nicht so sehr auf wie ich. Dann, versucht sie jetzt da, also macht sie sich jetzt auf den Weg. Ist vorsichtig und guckt und nur so weiter, aber... Mach auch nochmal Willenskraft und was hatte ich bei dir gemacht? Willenskraft? Intuition, ja. Ja. Genau das, 8 Würfel. Oh je. Okay. Da in der Mitte. Das ist voll beunruhigend, Junge. Da steht jemand und beobachtet dich. Aber jetzt ganz genau, du weißt das, du bist ja sicher. Dann bleibt sie stehen. Ja. Kaban, du bist dir auch sicher, dass da was ist, was uncool ist. Du bist dir ziemlich sicher, dass es ein Wachmann sein könnte mit Chameleon-Coating da, du weißt schon. Mhm. Und vielleicht warte und vielleicht ist gut vercybert, weil, keine Ahnung, irgendwie hast du das Gefühl, dass der ziemlich übel ist. Und Jojo, du bist ja ziemlich sicher, dass da eine Spielenkönigin wartet. Na, dass das unrealistisch ist, ne? Na und? Es ist nicht die Frage von Realismus. Ich sage dir nur, was dein Bauchgefühl dir sagt. Moment, konnte sie hier drinnen erscannen, ohne dass irgendwas passiert ist? Na klar. Sie erscannt jetzt. Warte auf deinen Ruf. 2 Erfolge. Das ist eigentlich recht gut. Jo, die Made, die da in der Mitte rumhing, ne? Ja. Die Eiterbeule. Die ist geplatzt und der Eiter läuft schön auf dem Boden. Das ist widerlich, Junge. Und da bilden sich so Pfützen und die verdampfen halt und füllen diesen ganzen Raum mit richtig leckerem, geilem Saft aus. Okay, das ist jetzt aber nichts, das instant irgendwie auf meinen Fluss reagiert, ja? Was? Es ist jetzt, also ganz blöde gesagt, es ist jetzt nichts, das sofort reagiert, wenn es heißt, ah, Magier. Ach so. Da ist jemand. Macht der Hüter ja prinzipiell auch nicht. Also macht Hüti eigentlich so gut wie, nee, macht eigentlich keinen Hüter. Und es ist kein Geist, also eigentlich nicht. Dann schreibt Jojo jetzt auf dem Comlink, das kommt von diesem komischen Hüterding. Er nickt dir zu. Und dann geht er weiter Richtung unserem Ziel. Na, Jojo ist immer noch unwohl. Also sagen wir, sie hält sich davon fern intuitiv,
guckt, dass sie irgendwie intuitiv einigermaßen Deckung hat oder sowas in der Art. Ja, Deckung ist halt beim riesigen freien Raum relativ schwierig. Ja. Du wirst dich mit dem Arsch an der Wand lang, sagst doch, wie so, es ist. Ja, genau, so. Genau so ungefähr hatte ich das auch vor. Schön. Gut. Ihr geht dann wo genau hin? Wir wollten doch zu den Schnitträumen, weil wir den Knoten vermuten. Ja. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ihr irgendwie in den Präsentationsraum oder die Schnitträume wolltet, deswegen. Wir hatten ja. Ah ja, da steht ja die drei. Nee, alles klar, easy. Ach nee, warte mal, wie steht's? Doragé 1, Doragé 2, wolltet ihr da noch rein? Das eigentlich. Erst zum Schluss quasi, wenn wir bei Schnittraum das nicht finden, dann wollen wir auf dem Rückweg Doragé. Okay. Ich meine, euch eins knacken. Gut. Ab zum Schnitträumen. Die Tür. Die Tür. Ja, die Tür. Die ist richtig geil mit einem Draht. Nein. Was ist denn mit der Drähte? Tür? Jeder liebt Drähte. Die Tür ist ziemlich genau so wie die zu dem Meetingraum. Das heißt, du bist dir inzwischen sehr darüber im Klaren, wie das alles funktioniert. Ich hätte trotzdem gern einen Wurf. Allerdings. Ist, weil du ja schon ein bisschen Erfahrung hast und du jetzt kannst du A, deinen MacGyver mitwürfeln und B, ist das Anti-Temper jetzt eins schwächer für dich quasi, also zwei, wenn ich mich recht entsinne. Du bist ein so guter Spielleiter. Oder hatte ich vorher gesagt vier, mindestens drei? Drei. Drei, du hast vorher drei gesagt. Ja, dachte ich auch. Vermutlich fällt mir aber steht wieder auf, dass ich was anderes sagte, aber das ist egal. Alle klar. Wisst ihr, wenn ihr kein Edge habt, dann würfelt ihr auch okay, ne? Ist euch mal aufgefallen? Ist halt wirklich so. Wir wollen dir nur helfen, dass wir unser Edge verbrennen. Finde ich schön. Also, ihr geht also dann in den ersten Schnittraum da, durchquert die Tür, die dann quasi relativ, also die ist noch einfacher zu öffnen, da machst du halt die Verdeckung ab, drehst da einmal ein Kabel rum und dann freut sich das, weil du es angefasst hast und spritzt ab und dann geht die Tür auf easy. Seid dann quasi in dem oberen rechten von den beiden. Auch da sieht es jetzt nicht anders aus. Okay, dann geht ihr in den unteren rechten easy. Da müssen wir mal Wahrnehmung machen vielleicht. Ja, das ist eine gute Idee. Minus Sekunde. Oh. Minus 0. Sehr gut, ich habe 5 Erfolge. Ich habe einen Erfolg. Was ist denn dein geistiges Limit? Geistiges Limit, Kavan. Nur mal so aus Interesse. Ich war richtig gut. Mental Limit, 5. Mann. Easy. Also. Der Boden direkt hinter der Tür vor dem Schreibtischstuhl noch ist ganz leicht so gewellt, als wäre da was drunter. Also das ist Auslegeware, wie sich das gehört. Und da ist also eine Wellung drunter. Ich bedeute auf die Welle und sehe mir sie nur genauer an. Es ist eine wirklich schöne Welle. Man könnte sagen, die perfekte Welle. Jojo guckt mal, nachdem Karman sie darauf aufmerksam gemacht hat, ob da irgendeine Art Sensor oder irgendwas drunter ist oder ob da vielleicht der Knoten drunter sein könnte. Also sie guckt erstmal, ob da irgendwas mit Sensoren ist, wobei das sieht sie nicht, wenn sie das Ding nicht aufschneidet, ne? Gut erkannt. Na gut. Deswegen wollte ich sie nämlich vorlassen, damit sie das technische Problem löst. Dann guckt sie. Gut, du schneidest jetzt die Auslegeware auf oder wie machst du das? Wir klappen die einfach hoch wahrscheinlich. Da ist irgendwas mit Sicherheit, dass man noch dran kann. Also irgendeine Möglichkeit wird es da schon geben, da dran zu kommen. Siehst du aber jetzt nicht. Dann, wenn sie sie nicht sieht, dann schneidet sie auf, ja. Geil. Darunter ist halt so eine richtig schlimme, klischeehafte Bodenplatte. Denn man sollte sich schämen, sowas zu bauen. Wirklich. Ist mit einem Transponderschloss? Was? Easy. Alter. Hey, das sind nicht die schlimmsten Sachen der Welt. Alter. Hat Kavan eigentlich auch Schlosser? Ich glaube. Dann geht's ja sogar. Kann das gut? Zwei, ne? Das geht auf Geschick? Ja. Dann einer 6 auf Würfel. Logik, einer auf Geschick. Dann habe ich 5 und einmal 6 Würfel. Für diesen Fall werden Jojo und Karman jetzt ihre Dinge aneinander stecken. Haha.
Geile Scheiße. Kabelfechten. Ja. Ja, aber dafür werden sie es jetzt machen. Weil das ist tatsächlich sinnvoll. Das stimmt. Weil ich nicht glaube, dass Kaman so ein Ding schon mal geknackt hat. Nee. Bin mir nicht sicher, ob ihr das nicht sogar schon mal zusammen gemacht habt, aber egal. Nee, im Transponder-Schloss noch nicht. Das war Billy. Achso. Ergibt Sinn, jetzt wo das ja, es war auf dem, das war auf dem Tower. Tech Tower. Das war das letzte Mal, dass ich so ein Ding hatte? Ja. Ja. Wow. Gut. Was ist das denn für ein Teil? Scheiß Transponder-Schloss. Das bedeutet, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Das Ding hat ein richtiges Schloss und es hat eine zusätzliche, ich sag mal, technische Sicherung. Das bedeutet, du musst das Schloss knacken und ich mach in der Zeit quasi diesen ganzen technischen Kram kaputt und das muss gleichzeitig passieren. Okay. Das ist richtig kacke. Ich hol mir ein Dietrich-Set raus. Juti. Flummi hat wir Schlosser Logik, Kaban Schlosser Geschick. Kriege ich Bonuswürfel von meinem Schlosser-Set? Es erhöht dein Limit. Mein körperliches Limit ist auch so niedrig. Hey. Ich habe zwei Erfolge. Ich habe einen Erfolg. Ich glaube, ich würde das gerne nachwürfeln. Meinst du? Lass dich nicht abbringen. Dann habe ich jetzt zwei Erfolge. Jetzt beide zwei Erfolge. Es tut mir so leid, dass dein Edge einfach unnütz vergoldet ist. Das Schloss geht nicht auf. Ist die Frage, kann man das irgendwie öfter oder geht das nur einmal oder geht jetzt ein Alarm los oder irgendwie? Es geht kein Alarm. Also, soweit du das sehen kannst, ist es nicht alarmverbunden. Okay. Es ist nicht mal verbunden mit so einer normalen Schaltung, dass irgendwo festgestellt wird, okay, dieses Schloss wird gerade geöffnet. Okay. Ihr könnt es aber mit der Technik nicht nochmal probieren. Dann bräuchte ich so eine Art Schlüssel. Das wäre hilfreich, ja. Ja, da kommt man aber nicht dran. Keine Ahnung, wo der ist, Alter. Ja, eben. Dann würde irgendwer mithaben. Nicht zwingend. Wo haben die denn quasi ihre Räume für die Verwaltung? Gemeinschaftsbüros mit dem Raum. Ja, trotzdem ist das saudumm, jetzt nochmal den ganzen Kram zurückzugehen, um so einen scheiß Schlüssel zu suchen. Wieso, ist doch schön warm. Hatte sie da einen Schreibtisch? Macht Infrarot ja auch nicht. Hatte sie einen scheiß Schreibtisch da in dem Raum? Nochmal was? Hatte sie einen scheiß Schreibtisch in diesem Raum? Na klar, in den Gemeinschaftsbüros sind ganz viele Schreibtische, hat fast jeder Mitarbeiter einen. Und dann hast du halt noch zusätzlich dieses geile U als Meeting-Teil. Na dann, Abmarsch. Pass auf, nee, wir versuchen es mal anders. Das ist im Moment so ein Transponder-Schloss, konnte man das nicht auch alleine öffnen? Nee, das ging nicht, ne? Das ging schon, dann kriegst du halt auf jeden der Proben minus 2. Und naja, habt ihr es halt schon probiert. Können wir das nicht leise aufbrechen? Er hätte ich habe vorhin die ganze Zeit einen Würfel zu wenig gewürfelt, aber ist egal. Das ist ja egal, weil Kabans Teil nicht genug war. Nee, nicht da, sondern davor. Achso. Tja, das tut mir jetzt ehrlich gesagt nicht leid. Ihr habt Werkzeug, um eine derartige Bodenplatte aufzubrechen, also Tür. Von leise, weiß ich nicht. Aufbrechen klingt immer schon eher robust. Kann man da nicht einfach auch mal ein Scharnier aufschrauben oder sowas Kluges? Die Bodenplatte komplett rausnehmen. Ja, die blöde Bodenplatte muss doch irgendwie verschraubt sein. Ja, anders du kannst ja auch ein Scharnier in der Wand haben und nicht im Boden, weißt du? Weil sonst wäre das echt die sinnloseste Bodenplatte der Welt, Alter. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Irgendwie sträubt es sich, mich dagegen die ganze Zeit jetzt wieder zurückzulatschen. Das geht ja nicht anders. Ja, wir gehen zurück. Mhm. Müssen wir ja umgucken in den Schreibtischen. Wir schleichen zurück. Ich schaue natürlich, wenn wir am Storage sind, eben kurz einmal Richtung Tür, ob da noch jemand wieder die Tür aufgemacht hat oder sowas. Am Storage nicht, nö, noch nie. Nein, ich meine am Richtung Notfall Eingangstür. Achso, Richtung Eingangstür, das sieht nicht so aus. Gut. Ja, ihr kommt bei den Büros an. Wahrnehmung und ihr Schick. Mit Boni von Wahrnehmung? Nee. Ohne Boni von Wahrnehmung? Ganz oh mein recht. Gott. Du benutzt dafür eher deine Hände und was?
Vier Erfolge. Ich hab drei. Tja. Das ist ja krass. Ja, ihr habt also auf jeden Fall so ein paar Schlüssel gefunden, Junge. Cool, nehmen wir mit, also, gehen zurück. Das ist ein ganzer Bund, ehrlich gesagt. Dann gehen wir zurück. Geile Scheiße, Junge. Sehr uncool. Haben wir noch irgendwie Credsticks gefunden? Warte. Jo, im Wert von 65 nur hin. Ja, super. Schreibst du die mal auf die Gruppenkasse auf? Wir machen wieder Pech. Ja. Ihr habt echt so ein Pech. Ich würfel 1W400 und ihr habt 65 gewürfelt. Geil. Ja, und? Nee, ich wollte euch ja was Gutes tun, aber irgendwie, das Programm wollte nicht. Du, 65 Nuyen haben oder 65 Nuyen brauchen. Das ist ein Unterschied von 130 Nuyen. Das ist eine Taxifahrt, du. Mann, Mutti, wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste ja auch nicht, wie ich leben sollte. Okay, ihr schleicht zurück. Ja. Und versuchen das mit den Schlüsseln. Ja. Lässt uns jetzt nicht nochmal schleichen und würfeln, oder? Würfelt mal schleichen. Du hast ja noch gefragt. Frag nicht nach Sonnenschein. Das hat schon wieder ein Erfolg. Ich werde gesehen. Das geht auf Geschicklichkeit, oder? Ja, klar. Drei Erfolge. Ich bin ruhig. Der Wurf. Ich nehme auf jeden Fall den von vorhin. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil Flumi gerade gefragt hat. Das ist ja klar, ne? Ach so, gut. Ich lasse eigentlich nie mehr als zweimal schleichen würfeln, wenn sich die Situation nicht massiv ändert. Weil da könnte ich ja tausendmal würfeln lassen. Aber lass dir das eine Lehre sein? Ich weiß auch noch nicht welche. Also, Verzeihung. Ihr kommt da wieder an. Ich verzeihe dir gern, denn ich bin christlich erzogen. Dankeschön. Selber schuld. Ist ja auch eine Lüge. Also, im Osten gibt's keine Religion, Junge, nur harte Fakten. Untenrum, du weißt schon. Also, die Bodenplatte... Kreationismus. Oh ja. Ich hab mir auch neulich mal Barney Grollheimer angeguckt und das für die Wahrheit gehalten. Also... Ihr macht die scheiß Bodenplatte mit dem geilen Schlüssel auf. Ja. Sie eröffnet sich. Abgeschnittene Köpfe. Hey! Ist da drin Geld? Und Goldbarren? Und Platinum? Und Orichalkum? Orichalkum, das ist ein Bargeist, der euch ins Gesicht springt. Das glaube ich nicht. Wer fair, wenn er euch Orichalkum ein goldener Bargeist, der uns ins Gesicht springt. Ein Goldeber. Karban, es ist dein Bruder. Ein lang verschollener. Er ist nicht tot. Sehr gut. Da drin ist offenbar so ein richtiger fetter Server und noch Platz drumrum, dass man, und eine Leiter, dass man sich da, also nee, anders. Da ist eine Leiter, kletterst du runter. Das ist schon mal ganz schön krass, ich weiß. Und dann ist das halt ein größerer Kellerraum, wo noch ein richtig, richtig, richtig dicker Server steht. Und dann hast du noch tatsächlich einen so eine Art Schließfachschrank, klein, mit vier Fächern. Okay, also den Server, das ist offensichtlich nicht der Knoten, den wir mitnehmen sollen, denn den können wir nicht tragen. Die Festplatte daraus halt, ne? Ja, die kann man ja ausbauen. Also ich meine, ein richtig dicker Server meine ich auch Shadowrun-Server, ne? Also so ein Stand-PC halt. Okay. Tower. Also den könnten wir theoretisch sogar mitnehmen. Naja, okay, und ein Schließfach, aber man soll nicht gierig werden. Aber du weißt doch, das letzte Mal habt ihr in dem Lagerhaus auch so ein Schließfach ausgeräumt und die Gunfists aber, die hast du immer noch. Ja, das ist. Und du hast Fedor einen großen Gefallen getan, weißt du noch, wie schön das war. Ja, das weiß ich noch. Eine Party gefeiert. Das kommt aber ganz drauf an, was das da für ein Schloss ist und was das da ist. Wenn das easy ist, dann kann ich mir das überlegen und sie guckt es sich ganz genau an. Wenn das nicht easy ist, dann wird sie es nicht tun. Ihr habt halt einen riesigen Schlüsselbund, ne? Okay, stimmt, wir könnten mal probieren, ob der Schlüssel reinpasst. Okay, Jojo, du machst erstmal... Wenn das nicht alarmgesichert ist, sie guckt sich das erstmal an. Wahrnehmung und Hardware. Nein, und Schlosser. Auf Max Schlosser? Hä, Wahrnehmung und Schlosser? Ist also Schlosser, ja. Schlosser, der Skill. Ja, das weiß ich, aber ich habe Schlosser auf Max Schlosser spezialisiert. Ach so, nein. Ist ja ein Schlüsselbund, das ist ja kein Max Schloss. Drei Erfolge mit 6 Würfeln. Boah, bin ich heute gut. Beschrei das nicht, das soll so bleiben. Ja. Ich freue mich einfach gerade so. Die Schlösser haben definitiv eine Kennzeichnung, wann die geöffnet werden, was zumindest irgendwo gespeichert wird. Vielleicht auch direkt irgendwo live übermittelt wird. Möglich. Okay, dann schreibt sie Kaban, wenn wir das Ding jetzt aufmachen, kann es sehr gut sein, dass das sofort irgendjemand mitschneidet. Ja, das passiert sowieso, sobald wir die Festplatte rausziehen, ist hier Alarm.
Davon ist tatsächlich auszugehen. Ja. Der Server ist heruntergefahren. Oh, ernsthaft? Dann wird das keiner mitkriegen. Ja, das ist der Server für all die Filmdateien, das wird ja gerade nichts damit gemacht. Das ist nicht der Server für die Sicherheitsgeräte. Man fährt heutzutage nicht mal den Server runter. Moment, kann Joel dann erkennen, theoretisch, welcher Schlüssel das wäre? Der Server, der aus ist, ist wahrscheinlich nicht der... Nein, der... ich meine, der Schlüsselbund zum Schließfach. So, kann sie denn erkennen, welcher Schlüssel das davon wäre? Nicht 100%ig. Okay. Aber es sollte eigentlich nichts passieren, wenn du es einfach ausprobierst. Wir bauen jetzt erstmal die Festplatte aus und dann suchen wir... Also sagt sie jetzt quasi, sie stöpselt sich nochmal kurz ein. Mhm. Ist hier noch ein Server, der an ist? Nö. Dann sind wir hier falsch. Warum sind wir hier falsch? Niemand fährt einen Server runter. Der doch, damit ist. Er nicht gehackt werden kann. Dann nimmt man nicht mal Matrix. Aber man fährt den nicht runter, weil das Hochfahren dauert einfach mal ewig. So ein Quatsch. Hey, 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 der Informatiker, der wird schon Scheiße erzählen, oder? Na, der Informatiker, der zu Shadowrun-Zeiten Informatiker ist. Sagen wir es mal so, Jojo kennt sich ja ein bisschen aus. Ist das ungewöhnlich? Na, dann würfel doch mal Computer und Logik. Bei Erfolge. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Also wenn es ein Server ist, der ist ja dazu gedacht, dass er ein Server ist irgendwie, ne? Irgendwie. So, schon. Kann man irgendwie... Ne, man kann nicht gucken, was da für Daten drauf sind, ne? Kannst du dir mal anmachen. Und dann kann ich reinstecken und gucken, ob du hacken kannst. Aber hier wird wahrscheinlich noch irgendwo ein anderer Server rumliegen. Oh Mann, ist das ätzend. Und wie es weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Folge. Aber... Das ist jetzt der Cut-Moment, ne? Cut, ach. Cut, cut. Cut, cut, cut. Ach ja. Bam! Aua. Бачи тенто руски штил. Danke, Trolli, dass du das so unnötig in die Länge ziehst. Oh, das ist so schön. Es ist zwar kein Cliffhanger, aber es ist halt sowieso langweilig. Schön, dass es vorbei ist. Du bist der beste Typ der Welt. Ich könnte dich einfach nur verprügeln, wenn ich dich sehe. Ja. So, also das ist jetzt hier alles so passiert. Die sind jetzt drin. Und das mit relativ wenig Komplikationen, die Tür zu versperren, war halt tatsächlich nicht so. War okay, war klug gedacht, klar, aber naja, ne? Was ja viel wichtiger ist, dass Jojo sehr oft sehr gut gewürfelt wird. Und merkt euch das bitte, das ist ganz wichtig. Sehr oft sehr gut gewürfelt hat, besser als Kaban. Ja, überdurchschnittlich gut, auch das ist sehr wichtig. Und ja, ne, da sind sie jetzt so ein bisschen vorangekommen. Schlüssel, alles wunderbar. Und jetzt Server, mal gucken. Nicht? Mal gucken, was da so wird. Und genau, ob sie dann vielleicht noch die Hackerin volle Bude zerhacken können, die ihnen ja nichts getan hat. Außer da was zu platzieren, was sie noch nicht benutzt hat. Im Wesentlichen sind sie also schlechte Menschen. Das ist ein guter Abschluss. Alles rechtlich in der Videobeschreibung und die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Bis zum nächsten Mal und grüßt die Leute. Tschüss.